Der MG4 Luxury ist ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Aber meinem Geschmack zufolge ist die Spur ein Ticken zu schmal. Also die Räder sind insgesamt ein Ticken zu weit innen, sodass der Radkasten ziemlich groß ausschaut. Ich werde es euch gleich einmal zeigen, was ich meine. Aus diesem Grund habe ich mir neue Felgen mit neuen Rädern gekauft und werde diese in diesem Video wechseln und euch dann zeigen, wie das Ergebnis hinterher aussieht. Bleibt dran, wenn euch das Video interessiert. Hi Leute, ich bin's, der Alex von Smart2Drive. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht es ja selber, das Auto ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich finde auch an sich, die 17 Zoll Felgen, die bei der Luxury-Variante dabei sind, machen eigentlich einen schönen Eindruck und passen vor allem farblich sehr, sehr gut zu dem weiß-schwarzen Auto. Also die Felgen an sich sind gar nicht das Problem, aber die Spur ist einfach ein Tick zu schmal. Das heißt, die Einpresstiefe der Felgen ist entweder zu hoch oder die Breite der Felge ist zu niedrig. Und aus diesem Grund wirkt es, finde ich, alles ein bisschen zu schmächtig. Lasst uns einmal gemeinsam anschauen. Ich finde, vorne geht es noch einigermaßen. Zwar fällt hier auch schon ein bisschen auf, dass das Rad ein bisschen reinsteht und der Radkasten ein bisschen hervorstößt, aber dennoch geht es einigermaßen noch. Hinten finde ich es aber wesentlich schlimmer und das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das macht irgendwie die ganze Optik von dem Auto kaputt. Schaut es euch einmal an, wenn man hier von der Seite einmal filmt, dann fällt es, denke ich, schon relativ gut auf, dass der Radkasten sehr, sehr wuchtig ist im Vergleich zu der Spur und eigentlich die sportliche Optik ein bisschen verloren geht, wenn man das Auto von dieser Perspektive aus anschaut. Auch wenn man hier ein bisschen weiter von vorne filmt, dann sieht man, dass die Karosserie eigentlich rausguckt, beziehungsweise die Räder irgendwie ja nicht mehr zur Geltung kommen. Von vorne sieht es dann schon eigentlich wieder ganz gut aus, aber so leicht von der Seite irgendwie, da fehlt dem Auto irgendwas. Im Original haben wir Continental Premium Contact C Sommerreifen drauf und wir haben eigentlich an sich schöne Felgen, es sind aber eigentlich nur die Radkappen, ähnlich wie es bei Tesla manchmal ist, ist unten drunter eine Aluminiumfelge, die nicht so schön ausschaut, aber mit der Radkappe sieht es eigentlich an sich schon ganz gut aus. Die passt farblich ganz gut dazu und ich denke auch aufgrund dessen, dass sie relativ geschlossen ist, haben wir auch eine ganz gute Aerodynamik. Es gibt einen wirklich schönen Rechner im Internet, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einmal, schaut ihn euch gerne an, wenn ihr auch überlegt, euch neue Räder zu kaufen, da könnt ihr ganz schön eingeben, welche Breite in quasi J die Felgen haben, welche Einpresstiefe diese haben und welchen Reifenquerschnitt und welche Reifengröße ihr wählt. Und dann seht ihr in einem animierten Bild auch, wie weit euer Rad dann weiter raussteht. Wir haben jetzt hier 215/50, also wir haben jetzt hier einen 50er Querschnitt auf 17 Zoll. Von der Bereifung her, die Bereifung, finde ich, steht auch ziemlich weit raus im Vergleich zur Felge. Es ist zwar ganz gut, wenn man an den Bordstein kommt, dass man nicht sofort die Felge abfährt, ist jetzt aber auch vielleicht nicht das Allerschönste. Aber ich finde, es wäre gar nicht das Problem, wenn an sich einfach alles ein bisschen weiter raus steht. Jetzt hätte man natürlich die Möglichkeit, Spurverbreiterungen zu nehmen, aber die muss man dann wieder vom TÜV abnehmen lassen. Und am Ende hat man trotzdem natürlich nur 17 Zoll Felgen. Wir wollten auch ein bisschen was Größeres, haben uns dann überlegt, 18 oder 19 Zoll zu nehmen. Bei 19 Zöllern hatte ich persönlich die Sorge, dass es vielleicht ein bisschen sehr hart wird. Es soll ja auch noch unser Familienstadtauto bleiben. Und ob da 19 Zöller hätten sein müssen, auch von der Preis-Leistung lohnt sich es kaum. Vor allem müsste man dann schon wieder 2,35er Reifen nehmen, die dann wieder sehr breit sind. Dadurch wird natürlich der Verbrauch wieder deutlich höher. Wir haben uns jetzt für 18 Zoll Felgen entschieden. Ich hoffe, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden zwischen stromsparendem Fahren und auch noch komfortables Fahren, also nicht zu hartes Fahren und dennoch einer schöneren Optik als mit den 17 Zoll Felgen. Unsere Felgen haben jetzt quasi die Maße 8×18, also 18 Zoll. 8 ist die Breite, 8J, und wir haben eine Einpresstiefe von 42. Ich wollte eigentlich eine Einpresstiefe von 38, da gab es auch noch welche im Netz, aber diese hätten dann entweder nur 215er Reifen mehr haben dürfen, laut Gutachten. Dann wären wieder die Räder im Vergleich zu der Felge sehr schmal und die Felge würde sehr weit emporstehen. Oder man hätte eben eine Sondereintragung benötigt, dann müsste man zum TÜV gehen, weil dann vielleicht auch wieder was schleifen könnte. Das wollten wir nicht. Wir wollten schon, dass es einfach in der ABE, in der allgemeinen Betriebserlaubnis, so drin steht und wir dann nicht extra zum TÜV müssen und dann einfach dann direkt losfahren können. Aus diesem Grund habe ich jetzt eine Reifenbreite von 225 gewählt und einen Querschnitt von 45. In der Hoffnung, dass einfach der Radkasten ein bisschen mehr ausgefüllt ist als bis jetzt, weil hätte ich jetzt 225 × 40er genommen, dann wäre der Radkasten genauso wie hier jetzt, wie im Original, doch relativ groß im Verhältnis zu den Rädern. Durch das, dass wir jetzt ein bisschen größeren Querschnitt haben, sollte auch ein bisschen mehr Gummi da sein und dadurch auch der Radkasten an sich ungefähr 1 cm mehr ausgefüllt sein, laut dem Rechner, den ich euch hier unten auch einmal verlinkt habe. Ich werde jetzt gleich zu mir in die Garage fahren und die Räder wechseln. Lasst euch überraschen, wie das Endergebnis wird. Ich hoffe, es wird schöner als bisher. Ich finde das Auto jetzt auch schon sehr schön, also soll jetzt auf jeden Fall jammern auf hohem Niveau sein, aber ich hoffe, dass es danach noch schöner sein wird. Lasst euch überraschen. Die Marke ist 2Drive bzw. 2DRV. Ich denke, das steht für 2Drive. Ich blende euch auch hier einmal ein, wie die Felgenbezeichnung heißt, falls ihr diese haben
möchtet. Und ich blende euch auch unten einmal in der Videobeschreibung den Link ein, wo ich die Räder gekauft habe. Schaut gerne rein, falls ihr auch welche sucht. Ihr benötigt übrigens einen Lochkreis von 5x112, falls ihr für den MG4 Räder sucht. Und falls ihr Reifendrucksensoren benötigt, weil ihr vielleicht Reifen und Felgen separat kauft. Hier habe ich auch ein bisschen recherchiert. Es gibt eigentlich aktuell nach meinem Kenntnisstand nur von der Marke Orange welche, die eben nicht original MG sind, die aber mit dem Auto funktionieren und im Notfall auch bei MG angelernt werden können. Die verlinke ich euch auch einmal unten in der Videobeschreibung, weil es einfach nicht so einfach ist, für ein so neues Auto schon die ganzen Daten im Internet zu finden, welche Sensoren passen, welche Einpresstiefe die originalen Räder haben und so weiter. Falls ihr übrigens wisst, welche Einpresstiefe diese originalen Felgen haben, schreibt es mir gerne rein. Ich würde es mal einmal gerne in diesen Rechner eingeben, dass ich dann sehe, was denn der Rechner ausspuckt, wie viel breiter jetzt dann die Spur werden wird. Ich hoffe, dass jetzt im Anschluss dann die Spur einfach breiter ist und der Radkasten schöner ausgefüllt ist. Ich würde sagen, ich laber nicht mehr länger drumherum, sondern gehe jetzt die Räder wechseln. Und wir sehen uns gleich wieder. Fast hätte ich es vergessen, ein bisschen Werbung muss auch noch sein. Falls ihr bald ein Elektroauto bekommt oder bereits schon fahrt und die THG-Prämie noch nicht beantragt habt, das ist die Prämie, die ihr dafür bekommt, dass ihr CO2-Emissionen einspart als E-Autofahrer. Schaut auch hierzu bitte in die Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link eure THG-Prämie beantragt, bekommt ihr trotzdem den vollen Preis und nicht eine kleine Provision. Damit unterstützt ihr auch mich und motiviert mich, weitere Videos zu machen. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr weitere E-Auto-Videos sehen möchtet. Bis gleich. So Leute, 2 Stunden später habe ich die Räder gewechselt. Boah, ist es heute ein heißer Tag. Ich war komplett durchgeschwitzt. Ich habe jetzt schnell nochmal geduscht, mich umgezogen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wie findet ihr das Ergebnis? Schaut es euch einmal an. Also mir gefällt es echt gut. Die Felgen sind wirklich schön, auch mit dem Schwarz-Silber. Passt echt gut zu der Gesamtfarbe vom Fahrzeug. Wie gesagt, wir haben jetzt hier 18 Zöller drauf. Und die Reifen, das zeige ich euch jetzt hier auch noch einmal, sind 2,25 breit und 45 vom Querschnitt. Ich habe jetzt hier Goodyear Allwetterräder. Was haltet ihr eigentlich von Allwetterrädern? Wir haben jetzt hier schon seit einigen Jahren auf unserem Zweitwagen zumindest immer Allwetterräder drauf. Was haltet ihr davon? Also klar sind sie meiner Meinung nach im Winter nicht hundertprozentig so gut und im Sommer nicht hundertprozentig so gut. Das ist natürlich immer ein Kompromiss, aber man spart sich das lästige Räderwechsel. Und ich finde, bei dem milden Winter, den wir hier so in Deutschland haben, gerade wenn man das Auto hauptsächlich in der Stadt bewegt, wie wir es beim MG4 vorhaben, soll das eigentlich ausreichen. Also ich bin eigentlich erstmal sehr zufrieden. Wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal rein, ob ihr Allwetterräder fahrt oder davon gar nichts haltet. Schauen wir uns einmal die Spur an. Ich finde es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Hinten, wo es sehr, sehr rausgeschaut hat, der Radkasten, ist es jetzt nahezu bündig, wenn man hier jetzt mal von oben schaut. Wir sind fast komplett bündig. Ich finde, ja, ein bisschen könnte vielleicht noch gehen. Das Problem ist, wenn wir jetzt aber hier noch ein bisschen breitere, zum Beispiel auch Reifen genommen hätten, 235er oder sowas, dann stehen die schon ein bisschen weiter raus, dann wären die wieder eintragungspflichtig. Und wenn wir eine Einpresstiefe nehmen, die noch geringer ist als jetzt hier die 42, also ich glaube, es gab von dem Hersteller noch eine 36er oder 38er, dann hätten wir noch fast einen Zentimeter mehr, laut Berechnung. Und dann wäre es aber schon so, dass wir nur noch 215er Reifen drauf machen dürften, und dann schaut die Felge raus und die Reifen sind ganz dünn im Vergleich. Das finde ich, schaut wiederum irgendwie nicht cool aus. Ich finde eigentlich, so passt es ganz gut. Wir sehen es auch vor allem vorne, schaut es euch mal an. Hier sind wir jetzt wirklich fast in der Flucht. Es gefällt mir echt gut. Ich finde, da wirkt das Auto jetzt definitiv sportlicher. Würdet ihr eher 19 Zöller nehmen oder findet ihr 18 Zöller ausreichend? Ich persönlich denke, das passt. Klar wäre 19er noch ein Ticken schöner, aber dann hat man halt weniger Komfort und nochmal mehr Verbrauch, weil man dann doch breitere Schlappen draufziehen müsste. Mir gefällt es sehr gut. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es ihr findet. Die gängigere Reifengröße wäre jetzt übrigens 225x40, also ein bisschen weniger Querschnitt. Dann hätten wir hier allerdings fast einen Zentimeter weniger Höhe, also der ganze
Reifen wäre ein bisschen niedriger und dadurch wäre natürlich auch insgesamt ein bisschen mehr Radkasten zu sehen. Ich habe es jetzt mal so gewagt mit den 225-45 und ich finde, es passt ganz gut. Noch mehr Gummi fände ich dann schon wieder nicht mehr so schön, aber ich denke, so schaut es ganz gut aus. Ich habe das Video vor allem deswegen gedreht, weil ich selber auch immer auf der Suche bin im Internet. Da gibt es schon welche, die Erfahrungsberichte haben, welche Felgenbreite, welche Einpresstiefe, wie weit schaut es am Ende raus, wie schön passt es zum Auto, und man findet immer recht wenig. Also hoffe ich, dass ihr vielleicht mit dem Fahrzeug, wenn ihr auch ein MG4 habt und auf der Suche seid, naja, welche Felgen, welche Räder, welche Reifen, welcher Querschnitt, welcher Durchmesser, welche Breite, welche Einpresstiefe soll man nehmen, dass ihr dann einfach hier anhand meines Beispiels einmal gucken könnt, ob euch das so gefällt, wie ihr das so findet, ob ihr sagt, nee, ich würde vielleicht noch einen Ticken breiter von der Spur das Ganze haben wollen, oder ob ihr es so gut findet, dann könnt ihr genau die Maße nehmen, die ich euch jetzt hier nochmal einblende. 8J haben wir, Einpresstiefe 42 und die Reifen sind eben 225 x 45, das Ganze auf 18 Zoll. Vielleicht, wer weiß, wenn es mir mal irgendwann langweilig wird, überlege ich vielleicht doch noch, die Spur ein bisschen zu verbreitern. Vielleicht kann man hier noch einen Zentimeter rausholen mit Spurplatten. Das Ganze wäre dann aber eintragungspflichtig. Dann würde es noch einen Ticken schöner ausschauen. Aber ich finde, so ist es ein ganz guter Kompromiss aus Stadtauto, Familienauto irgendwie noch und doch nicht zu sportlich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und was ihr für eine Größe fahrt, falls ihr ein MG4 habt, von den Rädern, von den Reifen, von den Felgen her. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder beim nächsten Mal einschaltet. Wie gesagt, wenn noch nicht geschehen, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, die kleine Glocke aktivieren und gerne wieder einschalten, wenn es wieder heißt Smart to Drive. Ich bin's, der Alex. Macht's gut und ciao, ciao.